Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Tomb Raider. So, wir haben eine Kletteraxt bekommen. Aber... hier war noch irgendwo ein Grab. Nein, Quatsch. Zwei Gräber gibt es sogar hier. Das ist aber interessant. Ja, auf jeden Fall gab es ein Grab. Ich weiß noch nicht mehr wo. Da unten bestimmt nicht. Ja, wo war das denn? Auf dem Weg zu den Wölfen, das ist so. Ich komme da rauf. Ja. Aber ich würde gerne erst das Grab machen. Verdammte Axt. Wir haben noch ein Grab gesehen. Es war auch irgendwo im Wasser. Es war, als ich da zeigt, in einer Felswand zu. Okay, okay, ich auf jeden Fall. Da hinten. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist komisch, dass ich das vergessen habe. Vor allem, es wird mir auch nicht mehr angezeigt. Auf der Karte. Ich weiß, ich gehe in die falsche Richtung, Clara. Du musst mich nicht daran erinnern, indem du dir deinen Hals verringst. Also, ich versuche nochmal da hochzukommen.
war es im anderen Gebiet und ich bin einfach nur total verpeilt. Das ist auch nicht. Was für Haare bitte? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss mir mal mein Video anschauen. Ja, doch, hier ist es. So. Denn jetzt haben wir ja die Axt, jetzt können wir da. Das hier hinführt. Ziemlich dunkel hier. Hier noch was? Schon. Auf jeden Fall ein Lager, was mein Lob so anspruchen könnte. So wie so ein Speicherpunkt halt. Das hilft uns jetzt auch was. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Oh, logisch denken ist angesagt jetzt. Oh je. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Man kann die abflimmen. Was sind gute Ideen? Ich weiß es nicht, aber ich mach's immer. Nichts angezeigt, was ich hier tun kann. Okay. Sie fragen, muss ich darüber? Thank you.
Ach, da kommen wir nachher runter. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. So viele Totenköpfe hier. Sind wir schon da? Was haben wir denn gekriegt? Wieso wird das so komisch mir angezeigt? Ist irgendwas mit der Kameraperspektive? Ich muss mal was gucken. Was ist denn los? Format. Zu 9. Ja. Weil in den Ecken, das wird mir gar nicht angezeigt, so richtig. So, wir haben es geschafft. Das erste Grab hier. Jetzt können wir... Ach, können wir ruhig bitte. Was können wir denn machen? Was am Boden machen? Kann man hier dran was machen? Klaufbremse bringt das Projekt präzise ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Modifikation am Anzug erhöht die Schussfrequenz. Das finde ich gut. So. Dann haben wir einen Fähigkeitenpunkt. Den setzen wir den rein. Bergen, Knochen, sind Pfeile wieder finden, Plünderung, Klettern, Gesundheit, Orientierung, Kartografie. Gehen wir hier rein. Oh, mehr können wir gar nicht. Hier. Stärke immer. Lassen Sie 3 weitere Fähigkeiten um Rang 2. Dann, würde ich hier was. Also Pflanzen interessiert mich nicht so. Knochensammler auch nicht. Finden Sie bei toten Feinden. Versteckte Tasche, um zu sehen, Munition zu erhalten. Ach, das ist gut. Sie Ihre Kletterkünste. Setzen Sie Ihre geschäften Sinne ein, um versteckte Belohnung zu. Hier. Das nehmen wir doch. Munition. Oder? Ist doch nice. Ausgang? Nein. Ausgang ist nicht. Gut. Unser erstes Grab hier. Also. Eigentlich nicht das erste Grab. Es ist ja schon das zweite. Aber das erste offizielle Grab ist das, glaube ich, vom Spiel. Ich meine ja. Weil die Malereien an den Wänden kamen mir bekannt vor. Das ist auch noch was. Wie klingen Sie denn im Wasserfall? Schatzkarte. Wir haben die Schatzkarte. Ach so, ja. Hier sind ganz viele Sachen. Bones. Also Geocacher
kann man auch finden mit dieser Karte. Dann werden wir kein Problem haben. In your face. Was haben wir denn da Schönes? Ja, okay. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Der Botschafter hat ein Geheimnis gelüftet, das mit der Sonnenkönigin zu tun hat. Es scheint, als hätte sie eine Art übernatürliche Macht über ihrem Volk. Okay. Ein Relikt. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Okay. Voll. Sachen muss ich natürlich auch noch holen. Das ist verschlossen. Ist auch noch ein Relikt. Ich komme hier so dahin.
Ich habe das Gefühl, ich war da schon. Wir gehen ja jetzt hoch. Ist auch noch ein Relikt. Du Axt. Ist auch noch ein Dokument. Warum denn? Ich hab kein Feuer. Und das ist ja auch noch so eine Aufgabe. Entzünden. 2 von 10. Hier haben wir auch noch was zu verbinden. Nee. Sah so aus, als könnte man. Wir müssen da oben hin. Was ist denn das da auf dem Dach? Ein Vogelnest oder was? Ja. Ich hoffe, dass wir noch mal hier hinkommen, das Relikt holen können und die Sachen. Aber wir sind schon. Hier ist das Relikt auch drin? Nee. Doch, da ist auch ein Relikt. Naja. Da.
soll noch ein Grab sein? Am Wasserfall. Aber waren wir da nicht schon? Doch, da waren wir doch drinnen. So, das Grab haben wir schon. Blöde. Okay, wenn wir hier unten sind. Ich würde gerne die Relikte noch holen. Was ist da oben? Sorry, dass ich nochmal runtergegangen bin. Was erforschen hat dazu. Was wäre da drin? Wo müssen wir denn jetzt entlang? Ich hab die Richtung verloren. Ach, da. Wenn es so blitzt, sieht man die Mauern nicht so gut. Warte, oben. Da haben wir die Brücke darüber. Sauwetter. Was? So. Das ist nicht normal mit mir. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Es müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Das ist ein ganzes Stück. Ach, ich muss die andere Waffe nehmen. Okay. Fackel? Danke.
An manche Reliquien kommen wir wahrscheinlich sowieso noch nicht dran, ne? Weil manche Türen wahrscheinlich so verschlossen sind, die extra geöffnet werden müssen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, da müssen wir hin. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich.
Die Videoaufnahme war sehr laut. Ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber ich guck mich eben kurz hier um und dann setzen wir uns ans Lager. Dann beende ich den Part. Sind wir voll. Okay. Ja, mehr gibt es nicht. Dann würde ich sagen, wir haben wieder Punkte. Oh, können wir nicht. Oh, das war mir Waffe. Alles. Okay. Dann würde ich aber sagen, ihr Lieben, das war's für diesen Part. Im nächsten Part geht's dann weiter zum Funkturm, der da drüben ist. Das heißt, wir müssen da durch und so. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Und wer noch kein Abo da gelassen hat, wäre nett, wenn ihr eins da lassen würdet für mich. Also bis dahin. Adios.